Servus Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Digimon World 2003. Das letzte Mal armer Pfarrer, nicht Pharaomen, ja, den hatten wir schon. Nein, Meister Tyrannomon besiegt. So, das machen wir an der Stelle weiter. Unser nächster Kampf ist gegen den Cyrulader. Mal sehen, ob er jetzt da ist. Es wird ein alter Kampf, das weiß ich jetzt schon. Meine Digimon sind Level 10, wie gesagt, ich habe Level 10 gemacht. Wow, 5 Stunden schon gespielt. Naja, in meinem privaten Spielstand habe ich 98 Stunden schon hinter mir. Mit einbezogenen Leveln. So. Gucken, überlege ich gerade, wo ist er? Ich glaube, hier muss er irgendwo sein. Genau hier in dieser Ecke. Cyber City. Ah, das ist er leider. Er ist da. Versuchen wir mal. Denn ich. Also, wir müssen nicht banken und ich gewinne. Hey! Bist der Cyrulader, ich habe Master Tyrannomon besiegt. Wirst du mit mir kämpfen? Ah, du hast die alte Klaue. Also los, fangen wir an. Oh, jetzt wird's ernst. Unser erster Laderkampf. Wie gesagt, es gibt vier. Vier gibt's davon. Das erste ist jetzt ein wenig. Tauro, Moment mal, mein Digimon, hallo? Verdammt. Na gut. Das war total mies von mir, das jetzt zu tun. Mal sehen, wie viel abzuziehen. Oh ja, halbwegs guter Schaden. Und geblockt. Yeah. Letzte Information, dieser Leiter hat 3 Digimon. Wie ihr unter den Energieanzeiger von Digimon sehen könnt. Oh, jetzt hat's geblockt. Also sollte auch darauf achten, der Digimon jetzt mal zu heilen vor dem Speichern. Das sollte ich in Zukunft vielleicht auch tun. Also, Cyrulader ist einfach der einfachste am Anfang. Okay, ich sag jetzt mal schwer dazu, weil. Wer seine Digimon nicht richtig levelt, ist das schon schwer. Powerladung. Und Treffer und Minotauro-Mon ist hin. Und wieder geblockt. Sehr schön. Und zweites Digimon ist ein Tyrannomon. Schön. Ja, mit dem haben wir schon Bekanntschaft gemacht. Das ist es jetzt nicht mehr umhaut. Item, Powerladung.
Jetzt hat's geblockt. So ein Scheiß aber auch. Komm schon, Kugelmann, du schaffst. Kugelmann, du schaffst das. Ich glaub an dich. Mein Ding war wieder schwach. Kein Problem für mich. Und Powerladung. Den Kampf gewinne ich vielleicht auch ganz ohne meine Fähigkeiten sowie DNA-Digitation. Aber nur vielleicht kommt auch mal sein letzter Digimon ist. Ein Apemon. Nicht mit mir, Kumpel. So, Powerladung, Power Up. Okay, das bringt nicht so viel. Sollte vielleicht mal. Oh, es greift doch mal an. Ich wechsle mal das Digimon noch ein anderes um. Was habe ich denn hier noch zur Verfügung? Ja, DNA kann ich nicht machen, das bringt mir wenig. Das war ein ganz gewaltiger Fehler, merke ich gerade. Aber Angemann müsste noch voll MP haben. Oha. Na okay, das war unvorbereitet in den Kampf gehen. Oh, es greift nochmal an. Patamon wird jetzt gerade noch so. Technik. Aeroprost. Ja, es bringt auch nicht gerade so besonders viel. Das hat sich für Patamon jetzt auch erledigt. Das war ein sehr dummer Fehler, den ich gerade getan habe. Aber das ist mehr irgend. Das ist bei mir aber normal, dass ich so welche Fehler mache. Vielleicht kann ich den Kaffee noch gewinnen. Eben, man ist bei Kumamon nicht so stark. Was ist einfach, schiebe ich mal noch eine Powerladung rein. So. Ha, geblockt. Dann sagst du nichts mehr, was? Komisch, Kumamon macht am meisten Schaden, kann auch am meisten wegstecken. Obwohl Gilmon eigentlich den meisten Schaden machen könnte. So, sobald wir wieder dran sind.
mache ich eine Powerladung. Wird schon, wie schön. Oh nein! Jetzt haben wir doch verloren. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. Willkommen zurück. So, diesmal mache ich nicht den Fehler. Ich gehe meine Digimon heilen. Damit ich auch hier die, dass ich ja auch die DNA-Digitation einsetzen kann. Ah, zwei Elfen ziemlich doof gelaufen. Hätte ich mitgerechnet, dass er nochmal angreift. Aber nun weiß ich Bescheid. Vielleicht auch mal Rüstung kaufen, das fand ich gute, keine schlechte Idee. Mal sehen, was Gargomon uns hat. Kaufen. Ich spiele danach weiter Rüstungen, das dürfte erstmal reichen. Für Verteidigung und Power-Up. So. Eine Zwischenspeicherung? Ja, ich meine eine Zwischenspeicherung. Oh nein, da speichere ich nochmal, wie schön. Na gut, überspringen wir das gerade mal. So, ich bin wieder da. So, Zwischenspeicherung ist gemacht, dann suchen wir es nochmal. Ich hoffe, ein bisschen mehr Erfolg, weil das erste Mal war ja total für den Hintern. Ich hätte fast geschafft, aber nur fast. So, wir wissen ja, was er sagt.
Also werde ich das hier mal überspringen. Das kann ich auch nicht mehr hier meine DNA machen. Um meine reinzubürgen. Mit Erfolg, hoffentlich. Wie gesagt, im Laufe des Spiels gibt es halt noch bessere Digitation. Wenn man die richtigen Digimon dafür hat. So, DNA-Digitation meine ich bitte jetzt. Oh, hat nur... Gilman hat nur 700? Und nochmal die DNA. Wie gesagt, ich glaube, ich kann den 2-3-mal einsetzen. Dann war's das. Schön, dass hier jemand schwächelt schon. Also muss es mir gelingen, ja, dann machen Lightning Slash. Und dann ist das Digimon, wie schön. Digimon Nummer 2. Wollte ich den mal einsetzen? Ja. Machen wir diesmal Wirbelwind. So, ich will jetzt keine MP mehr verbrauchen, weil wir brauchen die, wie viel hab ich noch? Ich brauche die für das letzte Digimon nochmal für die DNA-Digitation. Auch wenn jemand drauf gehen sollte dabei. Dass die Digimon immer springen müssen. Fällt mir bei nebenbei auf. Es gibt ein selten Digimon, was nicht springen muss. Ja, dann muss ich gleich erledigt. Ein Attacker noch und dann kommt Edmann. Taha, geblockt. Kein Problem. Ha, doch mal geblockt. Ich bin auch so gut für dich. So, aber hier nochmal das. So, schon voll. Oh nein! Oh, das ist ja mies. Na gut, müssen wir eben die Attacke einsetzen. Ein paar Mal. Ordentlich hat, machst du ja irgendwie.
greift das doch mal an. Das Ding knall. Können wir nichts mehr einsetzen? Wir haben 17 statt 18, so, müssen wir mal angreifen. Das war's jetzt mit meinem Digimon. Das ist ja schön. Ich hoffe, das killt uns unser Qualmon jetzt nicht gleich. Scheiße, das kann ja nur das. Power-up kann das ja nur. Das schwächelt schon, das ist super. Ha! Qualmon, super. Das ist eine geringe Chance zu gewinnen diesmal. Wenn das nochmal blockst, ist gut. Ha, es hat überlebt. Nein, das greift ihr nochmal an! Boah, es ist alles ein Patamon. Nein! Oh, shit. Wenn ich jetzt angreifen kann, mache ich einen Angriff. Auch mit Patamon. Oh, Schwein gehabt. Somit haben wir den Leiter jetzt besiegt. Auch ganz schön knapp eben. Wow. Du bist ziemlich gut. Wie heißt du? Ich bin Junior. Das war ein ehrenhafter Kampf. Also gut. Junior, nimm das hier mit. Das Sairoi-Abzeichen und das Silberticket. Du wirst sie in den nächsten Kämpfen brauchen. Dieses Item ist wichtig, verliert dies nicht. Danke, Sairoi Leader. Fordere als nächstes Susaku in Südsektor heraus. Dein Weg ist weit, aber du kannst es schaffen. Viel Glück. Ja, der Weg ist ja auch weit irgendwie. So, wir speichern erstmal wieder ab. Das war ein großen und ganzen alter Kampf. An dieser Stelle sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.